Willkommen bei Let's Play Haunt, the real Slender Game. Verdammt hochgestochener Name, wenn ihr mich fragt. Wir werden jetzt testen, was dahinter steckt. Ich denke mal, Gamer wird normal sein. Also, gamen wir. What would you do if... 1-1, okay. You woke up in a place you have never seen before. Das ist eine gute Frage. Ich habe übrigens im Voraus Blumen ausgestellt, weil ich nämlich einmal angetestet hatte und der Blumenwert war sehr hoch, so dass man einen Scheißdreck gesehen hat, wenn man irgendwas angeleuchtet hat. Also die Atmosphäre ist schon mal creepy, das darf man sagen. Ist ja ein Blumen untergestellt, leuchtet der Wagen kaum noch. Aber man kann jetzt endlich mal was erkennen. Let's see, what is on the inside of the gate? As you all know, adaptation process is the most important. Ich würde sagen, hey, mach mal hier jemand Licht. Ich kann hier nichts, ich muss irgendwie warten, bis ich mal. What the fuck? Ja, so viel dazu. Batteries. Und Foto. Schön zu wissen. Können wir rein? Ja. Okay. Interessant. Hallo. Ist hier? Ich gehe besser mal lieber noch nicht aus. Außerhalb dieses Gehweges. Wer weiß, vielleicht ist das das Einzige, was zwischen mir und dem Tod steht. Und ich mag den Tod nicht. Nein, nein. Das muss ich nicht haben. Nee, wo bin ich? Da bin ich. Haus. Haus links lang. Dann gehen wir zum Haus. Auch wenn das möglicherweise eine sehr schlechte Idee ist, weil der Slenderman eventuell darin wohnt und uns irgendetwas äußerst unnatürlich Grässliches antun wird. Na nu, es hängt. Ah, aber jetzt. Das Haus. Aber die Lampe da oben ist im Arsch. Super. Oh mein Gott. Das war nicht meine Schritte. Don't look back. What the fuck? Nimm die verdammten Batterien. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Hallo? Mach mal diese Türen. Okay, man kann aber wirklich sagen, die Atmosphäre ist fairerweise unglaublich gruselig. Hallo? Irgendwas wird in irgendeiner dieser
Freunde sein. War das noch frischen da? Let me go. Wohin willst du gehen? Warum? Was hat denn für Sinn, dass deine Räume? Wie soll man denn da rüberkommen? Okay, springen kann man nicht. Was mir noch viel weniger gefällt, ist, dass Mr. Slenderman noch gar nicht aufgetaucht ist. Ich würde das aus Prinzip schon ganz anders machen. Locked. Ich wollte gerade sagen, was hat sich da bewegt? Das sind nur die Sträucher. Ich werde schon etwas paranoid. What the f... 11 scraps left. Ich habe ein äußerst beschissenes Gefühl. Lookout Key. Ah, man sieht auch so viel. Was war das wieder für so ein Knacken? Hört ihr das auch? Cool. Das sind keine Geräusche, die normalerweise in einem leerstehenden Haus sind. Offensichtlich wird das anscheinend schon mehr Pater. So, fuck this shit. Das ist nicht der richtige Schlüssel, scheiße. Geht der auf in dem Speicher aus. Da habe ich mich so darauf gefreut und dann vergesse ich ausgerechnet noch den alten Scheiß zu löschen, damit ich weiter aufnehmen kann. Karte. Na, wo ist denn der Ausguck? Boah, kommt da der scheiß Baum durch dieses Holzstück. Was ist das denn? Keine Ahnung, du auch hier. Kann es ja nicht Ausguck sein. Ich habe keine Ahnung heute, wo ich hin muss. Ich habe nur wahrscheinlich gleich halt Glück, dass mir der Slenderman über den Weg läuft und mich schön abfuckt. Warte aus. Muss aufpassen, nicht. Batterien leer gehen. Ich weiß ja nicht mal, wie lange die halten. Ist ja keine Anzeige und kein gar nichts. Videospielbatterien. Batterien, die halten nur ein paar Minuten. Okay, Leute, der Speicher läuft mir aus. Ich, ja, der Speicher wird knapp. Auslaufen kann er schlecht. An dieser Stelle werde ich diesen Part erstmal beenden. Das wird anscheinend ein etwas längeres Slender-Spiel. Danke fürs Zuschauen. Gebt mir gerne Feedback. Ansonsten sehe ich euch das nächste Mal, wenn wir wieder Slendieren. Bis dahin. Ciao.